Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Donkey Kong Country 3 Dixie Trouble. Wir sind in die Bowser Blockade. Wir haben einen Bonusfass, aber noch nicht die DK-Münze. Oh. Und es fehlt also jetzt noch ein Bonusfass und die DK-Münze. Ach, und die DK-Münze, ja, richtig. Vielleicht hier. Nein, hier ist nur eine Bärenmünze. Hm. Toll. Lumpen. Ah, hier ist die. Hier ist das nächste Bonusfass. Da, in etwa. Wir haben sie gefunden. Besiege alle Gegner. Und ja, hier sind unser netter Freund und Fischfreund. Einfach durchgeschnitten. Jetzt haben wir noch ein Jahr geschafft. Ich kenne alle. Ich tut mir leid, ich als Donkey Kong Spieler müsste eigentlich die Namen der alle kennen. Ich kenne nur Potty halt, ne? Tut mir leid. Ich weiß nicht warum, aber ich merke als Kind, ich habe diese Spiele nur als Kind gezockt. Ich bin ganz ehrlich, ich zocke ganz andere Spiele momentan. Ich zocke halt Spiele, die ich persönlich auch zocken würde immer wieder. Und dazu gehört leider nicht, dazu gehörte damals nur Donkey Kong Country zwar. Oh, der dicke Fisch hier. Ist jetzt aufgeplatzt. Ja, dazu hat früher gehört wirklich Donkey Kong Country 3. Ich habe auch Donkey Kong Country 2 auch natürlich gezockt und Donkey Kong Country 1. Obwohl bei Donkey Kong Country 1, da muss ich mir jetzt verkneifen, nicht durchbekommen. Und nicht so oft durchgezockt habe. Nur einmal habe ich das wirklich so auf einen Zug durchgespielt. Und danach ist es nicht gut gewesen danach. Naja. So, und jetzt gehen wir zum nächsten Einfluss. Wow! Kitty! Wow! Das hört sich mal richtig geil an. So. Das darf nicht wahr sein, oder? Ich glaube, da unten ist ein Bonusfass. Ja, gehen wir doch mal schnell dahin. Ja, in etwa. Nee, hier ist kein Bonusfass. Sehr gut. Wir haben ja noch keinen, also wir haben nur einen Buchstaben, also. Oh! Du hättest mich jetzt böse gebissen. Mal gucken, vielleicht hier. Das war klar. Dann machen wir nochmal das Level neu. Wir haben ja genug Leben. Ich mach das ja schon jetzt in einem Durchgang, Leute. Das ist schon ziemlich cool. Ich krieg's hin, dass ich jetzt einen Durchgang mache. Nein. BAM! Das hat so etwas Cooles gerade, diesen muskulierten, fetten Typen zu besiegen. Das hört sich an, wenn sie jetzt gerade tun, also wird alles essen. Chaka, nein. So, geschafft. Nochmal neu. Ne, ich mach das gerne, weil da sind Bananen. Braucht man eben für Leben. Und ab nach oben. So, jetzt müssen wir... Nein. So. Wo muss auch hier ein Bonus sein? Nein. Nein. Das ist leider kein Bonus. Warum nicht? Können wir uns gegen den knallen? Dauert sich das einer. Nein, da ist es nicht. Nein. Ich frage mich, wo das Bonus ist.
das war... Ja, ich liebe dich auch, was. Es ist so geschafft. Wo ist denn das? Ich glaube, das erste ist hier irgendwo hier oben. Ich habe das Gefühl, als würde ich das Bonusfass verpasst haben. Ja, ich hab's hier. Ja, ich hab's auch richtig. Geschafft. No! Warum treffen mich solche behinderten Scheißgegner? Ja! Oh, da kommt ja genau richtig. Ich bin jetzt schon wieder getroffen. Nein! Den ganzen Weg wieder nach oben, ja. Feuerwerksreußers Level. Oh, da war doch ein Safer. Juhu, Doppelbestick. Nein, nein, Mark, nicht aus, was du mir hauen das schon gleich zur Butter. Ich mache alles gleich nieder. Eine Bananenmünze und ich fall runter. Und ich habe mir Bananen wieder eingesammelt. Wow, bin ich ein reicher Affe. Damit kann ich Leute kaufen. Jetzt, ey, das darf doch nicht wahr sein. Ich bin den Arm überrollen. So dicke Fetsch, ich kann den noch nicht zerstören. Mann, oh Mann, what? Nein, was für eine Korinthenkacke serviert uns hier. Das schon wieder. Ich lass das jetzt. Ich hab keinen Bock mehr auf den Gegner. So, ich muss jetzt gucken, wo das nächste Bonusfass ist. So, ich hab auch keinen Bock, den jetzt irgendwie wieder zu besiegen. Wenigstens haben wir jetzt schon mal das Bonus. So, auf nach oben. Wenigstens haben wir schon mal das Bonus fast Nummer 1. Okay, jetzt müssen wir aber hier irgendwo noch ein Bonus haben. Und nach da oben. Ich hab's doch gewusst. Fresh is out. Vielleicht ist er doch das Bonusfass. Das habe ich immer eine Vermutung, weil dieser Vogel, da ist auch Bonus. Nein, ich dachte schon, da wäre der Bonusfass. Nein, nein. Scheiße. Wenigstens ein Ballon. Jetzt gehen wir mal runter. Mit diesem Vogel. Da sind Bananenstauden. Wow. Toll. Jetzt frage ich mich aber, wo hier eine... Wo ein Bonusfass sein soll. Vielleicht hier. Okay. Ich habe mich getäuscht. Diddy Kong hat's drauf. Das sage ich nicht umsonst. So, jetzt müssen wir aber auch und ich lasse mich treffen. Das Ganze wieder rauf. So, komm Junge. Komm Kitty. Box alles um mir.
Jetzt werden wir hier zum Tier. Ja, wir sind ja ein Tier quasi. Wir spielen hier einen Affen. Auf. Wieder rauf. Und rechts. Und auf. Und rechts. Und auf. Und rechts. Und. Na komm, Leben brauchen wir immer. Vogel. Vogel. Komm her, Kitty. Du kriegst es hin. Wow! Geschafft! Wow! Ich geh. Nein, war das nicht klar. Nein! Und der Vogel! Huschte durch das Bild. Fässer, Feuerwerk. Auf geht's. So, Dixie, du bist meine Retterin heute, wenn du es packst. Auf geht's. Oh, boah, und jetzt habe ich ihn endlich mal getötet. Ist das nicht gut? Wow, das war knapp. So, mein dicker, tollpatschiger Kitty Kong, tu mir einen Gefallen und ich hab den Vogel verloren. Naja, besser als gar nichts, sag ich mal. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Okay, jetzt haben wir es. Nein. Au! Ich hab's irgendwie nicht drauf. So, ich würde mal sagen, hier stoppe ich gleich. Wir sehen uns gleich wieder. Aber ich hab's sehen. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ich bin oben. Ach, ich mach's immer wieder falsch. Ich versuch's jetzt mal von ganz hinten. Etwas. So, jetzt schnell rüberlenken. So, da habe ich meine DK-Münze. Schnell, einfach abhauen. Kein Bock mehr. Und, ja, wir haben es geschafft, Leute. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich werde aber vorher speichern. Bis dann und ciao, Leute.